Guten Morgen Deutschland. Euch allen da draußen einen schönen Start in die neue Woche. Den haben heute Morgen auch die lieben Finnen. Die haben einen schönen Neustart in die neue Woche. Denn die gute Sanna Marin, die Ministerpräsidentin Finnlands, die wurde gestern abgewählt, liebe Leute. Sie war wahrscheinlich zu oft in der Schweiz oder hat zu oft Selfies in Kiew mit unserem ukrainischen Schauspieler gemacht. Ungefähr so wie die Dame aus Neuseeland. Hat halt nicht mehr funktioniert. Jetzt wird sich in Finnland eine neue Regierung bilden. An der obersten Stelle, an der ersten Stelle, die Partei. Da ist auch jemand öfters in der Schweiz, also wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern. Möglicherweise nur ein kleines bisschen, denn sollte eine Koalition mit dem Zweitplatzierten stattfinden, und das war in dem Fall die Finnen, PS, das ist die Schwesterpartei der AfD in Finnland, die sind nämlich zweitstärkste Kraft geworden, sollten die Einwirkungen haben, da sollte es da zu einer Koalition kommen, dann könnte sich möglicherweise auch bei den Finnen doch ein bisschen was zum Guten drehen. Das müssen wir jetzt mal abwarten. Auf jeden Fall die gute Sanna Marin, ja, das hat sich dann auch erledigt. Die nächste auf der Liste, die sich verabschiedet hat. Ich bin schon ganz gespannt, wer hat eigentlich noch alles Selfies mit dem jungen Mann da unten in Kiew gemacht? Das würde mich mal interessieren. Die haben keine lange Halbwertszeit, oder? Naja, okay. Anderes Thema. Herzlichen Glückwunsch auch an das zweite deutsche Fernsehen. Ja. 60 Jahre, 60. Geburtstag. Ja. Leicht angestaubt. Nicht so ganz immer bei der Wahrheit, im Verschweigen immer große Klasse wie die ARD. Aber hey, wie sagte doch der Chef gestern im Interview, Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut, liebe Leute. Ja, das sage ich ja auch immer. Und wir schauen mal, ob sie noch weitere 60 Jahre brauchen, um die Glaubwürdigkeit zu finden, liebe Leute. Ja, was gibt's noch Tolles? Der Robert, ja. Yeah. Macht der nicht heute ein Selfie auch in Kiew? Der ist nämlich gerade in Kiew. Ja, ja. Der Robert ist da, ja, nachdem er uns ja jetzt hier die wunderbaren Heizungen versemmeln möchte und unser Eigentum, fährt er jetzt nach Kiew. Endlich. Ne? Beim ersten Mal hat es ja nie geklappt, jetzt beim zweiten Mal klappt es. Und bringt halt schöne Sachen mit nach Kiew. Nämlich den Wiederaufbau will er ankurbeln und Investitionen will er ankurbeln. Ich frage mich, wo die das ganze Geld hernehmen für die Investitionen. Weil da ist ja nichts mehr da, außer Spesen ist ja eigentlich nichts mehr gewesen in diesem besten Deutschland aller Zeiten. Aber gut, wir lassen uns überraschen, die Druckmaschinen laufen. In dem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche und ja, wir schauen mal, wie die ganze Nummer hier weitergeht. Macht's gut, tschüss.